Mein Name ist Dara Masi und ich starte jetzt einen Selbstversuch, einen Monat lang jeden Tag etwas entsorgen. Jeden Tag etwas vorzutun ist gar nicht so einfach. Aber es gibt tatsächlich gewisse Sachen, die behalten man irgendwie nur aus Anstand. Zum Beispiel aus Anstand gegenüber der Person, wo sie einmal den Kilby geschossen hat. Und nein, der Panda ist nicht herzig. Der Panda ist gefürchtig und darum kommt er jetzt weg. Sorry! Tschüss, Panda! Heute heisst es, Sachen loswerden aus meinem Kosmetikschrank. Eine Gesichtsmaske, die super toll ist. Leider noch nicht für meine Haut, ich habe sie einmal gebraucht. Und zum Glück ist meine Schwester da, Elisha. Willst du eine Gesichtsmaske? Ja. Danke. Bitte. Heute entsorge ich meinen alten Staubsauger. Aber nur, weil ich einen neuen Staubsauger habe. Aber ich habe nur einen neuen Staubsauger, weil mein alter Staubsauger kaputt ist. Viele Sachen in so einem Haushalt hat man ja doppelt, wie zum Beispiel so einen tollen Pinsel zum Fleisch marinieren. Der hässlicher verliert jetzt fort. Der Blau. Tschüss! So, ein Monat ist durch. Es war gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe, jeden Tag etwas zu entsorgen. Ich bin recht stolz auf mich, dass ich es dann doch geschafft habe, jeden Tag, wirklich auch am Wochenende, nach dem Arbeiten, irgendetwas zu finden, das ich loswerden konnte. Und es fühlt sich wirklich gut an. Nach diesem Monat finde ich, das ist wirklich eine super Challenge, wenn man es mal ausprobieren will. Und man schätzt ein bisschen mehr, was man hat, weil man braucht gar nicht so viel.